Ja, danke, Herr Präsident, Herr Minister, Hohes Haus, werte Zuseher. Ja, ein Volksbegehren wie aus einer anderen Welt oder einer anderen Zeit. Das waren noch Sorgen damals in der Gastronomie. Jetzt bekommen Sie seit 5 Monaten in der Gastronomie nicht einmal ein Glas Wein, ein Gulasch oder ein Bier. Seit 5 Monaten ist die Gastronomie tot. Und wenn ich dem Minister Anschober zuhöre, die letzten Monate, dann wird es für gewisse Betriebstypen wahrscheinlich ein ewiger Shutdown bleiben. Denk nur an die Nachtgastronomie, Diskotheken, Bars. Also das ist ja alles ganz furchtbar. Das ist ja ganz, ganz schlimm. Also das heißt, das, was bei diesen Volksbegehren herausgekommen ist, 140.000 haben das unterschrieben, glaube ich 1,7%, die jetzt noch einmal darüber bestimmen wollen, was so quasi auf Dauer in Österreich passiert. Und ich habe es ganz deutlich gesagt, sage es noch einmal, Demokratie ist ein lebendiger Prozess und kann und wird sich auch verändern. Man sieht die letzten 12 Monate, was alles möglich ist, was wir nie gedacht hätten und was auch die Verfassung wert ist, die seit 12 Monaten da in Grund und Boden gestoßen wird. Position unsererseits ist vollkommen klar. Wir haben diesen, sag's bewusst, diesen Kampf für Freiheit und diesen Kampf für die Gastronomie verloren, aber noch nicht den Krieg. Wir werden auch weiterhin für die österreichische Gastronomie kämpfen. Ich glaube, dass man einfach sieht, dass sehr, sehr viele Menschen auch die Gastronomie jetzt, nachdem sie 500 dazu ist, sehr, sehr stark vermissen. Und man könnte auch die These aufstellen, dass genau jene, die immer solche Volksbegehren unterschreiben, wenn es gegen die Gastronomie geht, genau die sind, die sowieso nie in die Gastronomie gehen und sich lieber, keine Ahnung, irgendwo beim Bestellservice irgendwas liefern lassen. Und wir wollen aber auch zukünftig eine lebendige, lokale Gastronomie haben. Die ist auch für die Kreislaufwirtschaft wichtig und wir werden für das kämpfen. Was man dazu sagen sollte, vielleicht noch einmal, alles das, was damals an Scheinargumenten gekommen ist, ist natürlich nicht eingetreten. Die Raucherquote ist nicht gesunken, ganz im Gegenteil. Es wird mehr geraucht denn je. Die Leute rauchen jetzt halt zu Hause und dementsprechend mehr. Es wäre überhaupt kein Problem gewesen, eine Regelung zu finden, wo man alle auch Nichtraucher im Boot hätte haben können. Jugendschutz sowieso, alles kein Thema. Möchte auch noch einmal darauf hinweisen, dass sie natürlich in ganz Europa weiterhin Ausnahmen in der Gastronomie und Hotellerie haben. Wer es nicht glaubt, ich lade ihn ein, kann mit mir gerne nach Italien fahren. Da haben sie selbstverständlich Raucherräume in der Gastronomie. Also da war halt sehr viel Fake News unterwegs, aber es funktioniert. Man sieht es ja auch bei Corona. Auch hier kann man halt, wenn man dementsprechend Rückendeckung hat, die Leute doch einige Zeit lang für dumm verkaufen. Aber summa summarum, ich glaube, die Messe ist noch nicht gelesen. Ich bin gespannt, was nach der Corona-Krise an Programmen für die Gastronomie kommen wird. Und da kann durchaus ein Programm dabei sein, stelle ich mir vor, um speziell der Nachtgastronomie hier zumindest einmal eine Zeit lang die Möglichkeit zu geben, auch die Raucher wieder retour zu holen. Man wird sehen, wir werden uns bemühen, einen Antrag zu formulieren in den nächsten Monaten. Aber wie gesagt, wir stehen nach wie vor für die Freiheit der Gastronomie und für die Freiheit der Raucher. Danke.